wir sind am dritten Tag unserer Mission durch die Mercosur-Staaten. Immer noch in Brasilien, immer noch in der Region von Sao Paulo und heute auf einer Ausstellung von Landwirtschaftsgeräten. Auch unsere Schweizer Unternehmung Bucher Kuhn ist ein prominenter Aussteller, ganz offensichtlich jemand, der sich im Mercosur zurechtfindet. Die Stimmung ist gut, die Mitreisenden diskutieren miteinander, es ergeben sich ganz interessante Konstellationen und die Professoren lernen von den Bauern und die Bauern lernen von den Politikern und so weiter. Es ist eine offene Stimmung, es ist ein offenes Gespräch, es ist ein freundschaftliches Miteinander, suchen nach Ideen, suchen nach Einschätzungen und ich freue mich persönlich sehr darüber, dass wir das hingekriegt haben. Wenn wir jetzt Brasilien verlassen und in Richtung Paraguay weitergehen, freue ich mich dann aus Asunción wieder melden zu dürfen.